Hallo, am Freitag, den 11. Oktober. Und da freue ich mich schon mal, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute auch wieder eine Mondpause. Die geht von 11:55 Uhr bis 6:45 Uhr. Das heißt, da sind wir nicht unbedingt ganz in unserer Kraft und unserer Mitte dabei. Deshalb wirklich so ein bisschen mit den Kräften einfach haushalten. Wir können viele reagieren auch immer wieder auf diese Geschichten etwas gereizter, ja. Und ja, da muss man einfach so ein bisschen drauf aufpassen, dass man sich da jetzt nicht zu sehr eben reinsteigert, ja. So, wir haben zwei Trumpfkarten für den Freitag. Das ist schon mal sehr gut, denn wenn eine Trumpfkarte kommt, dann ist es natürlich auch eine ungemein wichtige Geschichte. In dem Falle haben wir aus dem Way-Tarot die Gerechtigkeit. Die hat in meinem Crowley-Tarot ja eine andere Position. Trotz allem ist es so, dass es darum geht, dass wir kluge Entscheidungen treffen oder kluge Entscheidungen getroffen werden. Es geht um Fairness und Ausgewogenheit. Es geht auch um Gleichberechtigung innerhalb der Partnerschaft. Aber man kann ja auch einen sehr guten Kompromiss oder einen fairen Kompromiss aushandeln, ja. Auch hier ist es immer wieder wichtig, mit der Gerechtigkeit einen objektiven Standpunkt zu bewahren und dem dann praktisch auch gerecht zu werden, ja. Dann haben wir wieder den Papst dabei oder den Hierophanten. Das ist Sinnfindung, Zuversicht, Erweiterung von Horizonten, Aufrichtigkeit. Auch nach moralischen Prinzipien handeln. Es geht um gegenseitiges Vertrauen und Wohlwollen in Sachen Partnerschaft. Ja, es ist schon ein Segen. Die Karte ist immer ein Segen für Partnerschaften. Ja, aber auch im beruflichen Bereich sinnvolle Aufgaben suchen. Es kann ja auch sein, dass ihr einen Weg in die Spiritualität geht. Das Wochenende steht vor der Tür. Vielleicht nehmt ihr euch dafür ein bisschen Zeit. Alles Liebe, kommt gut ins Wochenende. Euer Malkiel. Ciao.